Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche. Und wir werden heute mit dem neuen MAN als Wechselbrücke unterwegs sein. Wir sind gerade in Kiel und werden jetzt Richtung Hamburg fahren. Aber bevor wir losfahren, muss ich wirklich was machen, und zwar ankoppeln. Ja, rückwärts unseren Auflieger oder Anhänger, das ist ja kein Auflieger, mal an unseren ja, wunderschönen LKW ranführen. Ja, gut, alles klar. Dann würde ich einfach mal hier reinsetzen. Mich und Nanuchen. Was ist denn hier los? Hallo? Bist du, das ist am Start? Ja, wir sollen eine Werkstatt aufsuchen. Mein LKW ist kaputt. Nanuchen. Was habe ich da schon wieder gemacht? Kein Bremsbruch, kein nichts. Ach ja. Aber wir werden erstmal die Scheibe hier runterfahren. Und wir werden mal hier gucken. Ja, das ist auf jeden Fall viel, viel schöner mit diesen Wechselbrücken. Ja, wir sollten mal richtig hier fahren. Nein, 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 nein. Gucken wir mal ein bisschen genauer. So, jetzt fahren wir mal. Ich habe das Lenkrad falsch gehabt. So. Ja. Und vergessen, dass ich hinten auch noch eine mitlenkende Achse habe. Ja, oh. Also, wenn die mich so anguckt, dann kann, ist ja auch kein Wunder, dass ich nicht richtig einparken kann. So, bin ich schon dran, ne? Naja, gut. Hier hoch eigentlich noch ein Stück gefahren können, ne? Aber gut, alles klar. Gut, ich hab'n dran. Na, naja, war jetzt nicht so toll, aber. Ich versuche mich zu bessern. Ja, ich hatte ja jetzt von SCS, die haben sich ja auch gemeldet bezüglich des DLCs für den ATS. Oklahoma. Naja, mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Ich da euch im Vorfeld was zeigen kann. Die Woche schon. Nächste Woche ist es ja schon soweit. Am 1. kommt ja das DLC raus. Und ja, wird ja auf jeden Fall. Ja, doch, am 1. Also in 7 Tagen. Oder 8. Und da werden wir bestimmt den einen oder anderen Livestream machen. Aber ich kann euch natürlich noch nicht sagen, ob ich das DLC schon am Wochenende habe oder nicht, weil es wird immer in gewissen Phasen rausgeschmissen. Sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, gucken wir uns das auf jeden Fall im Vorfeld an, ne? Hat auch gefragt, ob noch irgendwelche Ideen oder sonstige Sachen, und da habe ich mal ein paar Sachen mit drauf geschrieben. Natürlich auch das, was ich jetzt hier fahre. Und wenn ihr noch ein paar Ideen habt, ihr habt natürlich auch so einen kleinen Scherz gemacht bezüglich Euro Truck Simulator 3. Das konnte ich auf jeden Fall nicht sein lassen. Ja, aber im Endeffekt können sie da auch nicht viel sagen. Ja, das ist uns allen ja bekannt. So. Jetzt lass uns erstmal hier schön die Autobahn langfahren. Erstmal auf die 210 ein kleines Stück. Wir werden nämlich außen rumfahren. 200 Kilometer ungefähr. Ne, jetzt nicht mehr 200. 100 und sowieso. Ich zeige euch mal, wo wir jetzt langfahren. Und zwar werden wir jetzt, wir werden hier langfahren. Und ich habe die Idee, dass wir so langfahren. 209 Kilometer. Weil ihr seht ja, hier ist überall noch abzufahren. Eine große Frage habe ich. Guckt euch mal an. Bulgarien. Ja, das weiß ich. Da muss man noch ein kleines Stück abfahren. Ich habe aber schon in Slowenien 12% abgefahren. In Spanien fehlt mir noch was. In Ungarn fehlt mir noch was. Bulgarien. Das muss ich erstmal alles gucken. Und Italien. Ey, wo soll mir da was fehlen? Also da, wenn ich jetzt einfach mal hier gucke, hier unten. Ist ja ein kleiner Bereich, aber in der Türkei, wo soll mir da was fehlen? Ich habe doch alles abgefahren. Also, mir fällt da jetzt nichts mehr auf, oder sind hier irgendwelche unsichtbaren Straßen? Aber mal, hier ist doch was, ne? Nee, hier ist doch nichts. Oder in Italien. Da muss irgendwas hinzugekommen sein, wo ich nicht weiß. Das war doch alles IO. Naja. Okay, vielleicht hier irgendwo eine geheime Straße oder. Tja, werden wir mal sehen, ob es hier lang geht. Ach so, Italien. Ja, gut, alles klar, diese Straße. Das macht Sinn.
Ja, und in Spanien muss auch noch irgendwas sein. Da muss ich einfach mal so ein bisschen rüberfliegen und mal schauen, ob mir irgendwo was auffällt, weil eigentlich ist das ja aus meiner Sicht alles erledigt. Naja, gut, aber lass uns einfach mal eine Runde cruisen hier. Hier vorankommen. Oh, ich habe ordentlich Verlust meiner Bremse. Brake ist im Eimer. Aber was definitiv noch am Start ist, ist Kaffee. Heute werde ich vielleicht, wenn ich Lust habe, einen spontan Livestream machen. Also es kann sein, dass ich da mal eine Runde Assassin's Creed spiele. Ja, einfach mal so auf entspannt. Ihr wisst ja, ein bisschen Abwechslung muss sein. Ah, hier diese ganze Werbung, die sie jetzt hierbei ranmachen. Ah. Nur diese Woche 50% Rabatt, okay. Okay. Hier ist ein Konzert. Oh ja. Fahren wir mal. Blinker an. Und einfach mal hier in Kiel losfahren. Ich finde das einfach. Ich hatte erst ganz kurz überlegt. Könnt ihr ja selber mal reinschreiben. Fahrt ihr, wenn ihr diese Sportbody Version fahrt, fahrt ihr dann lieber mit den Tandem oder lieber mit den Anhängern? Das würde mich mal interessieren. Weil ich bin wirklich, boah, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal ja Tandem gefahren bin. Also es muss schon Ewigkeiten her sein. So, jetzt warten wir hier, weil der Audi-Fahrer hier wieder nichts aus nicht loskommt hier. Motor 4 Funktion, ja toll. Läuft ja. Aber wir haben ja auch keine Sachen. Ich habe auf jeden Fall die Sache mit dem Navi angesprochen, dass man hier eventuell so eine Restanzeige hätte. Dann so ein Schieberegler, dass man halt selber die KI einstellen kann. Season habe ich angesprochen. Selber Frachten disponieren. Also, dass ich sage, ey, pass auf, ich bin jetzt gerade hier in Hamburg und möchte nach, was weiß ich, in den Spreewald fahren. Ja, übertrieben gesagt, ja. Und dann kann ich mir selber meine Frachten zusammenstellen. Geht ja durch externe Programme. Ich sollte vielleicht wieder die X-Ray machen. Ja. Und jetzt wisst ihr, warum mein LKW kaputt ist. Ach, ey, ich war jetzt so in Quatschen, dass ich gar nicht mehr. Ja, sorry. Ich war jetzt so abgelenkt von meinem Gequatsche, dass ich gar nicht mehr aufs Navi gucke. Ich war einfach nur noch stumpf. Autobahn, ich fahre Autobahn. Ah ja. Ey, ich gelobe Besserung. Das finde ich nicht mehr in diesem Leben. Nee. Es waren auf jeden Fall einige Punkte. Weil ich ja auch immer wieder von den oder von der Community höre, ja, warum habe ich so viel Verkehr, wie geht das, dies und das. Ich denke, das wäre für den einen oder anderen sogar ganz interessant, da selbst Hand anzulegen. So, also, wir rüberfahren. Wenn man jetzt angenommen nicht so einen guten Rechner hat, dass man sagt, pass auf, ich habe, der ist noch ein bisschen älter. Und trotzdem will ich das Spiel immer noch spielen mit Mods etc. Aber der Verkehr, den will ich noch ein bisschen runterschrauben. Ja, und dann würde da so ein Schieberegler gar nicht mal so schlecht sein. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier hochdrehe, ist ja das Problem, dass ich dann mehr, ja, Züge auf den Straßen habe, mehr Einsatzfahrzeuge und das ist dann halt so ein bisschen blöd, ne? Ah ja. Und ich habe gesagt, so Einsatzfahrzeuge oder Spezialfahrzeuge, das habe ich auch nochmal angesprochen. Beispiel so ein Abschleppfahrzeug wäre vielleicht was. Und dann eventuell, dann eventuell das auch Einsatzfahrzeuge hier mit Blaulicht unterwegs sind.
dass man dann darauf reagieren soll. Ja, das waren so, im Groben und Ganzen waren vielleicht noch ein paar Sachen, die ich da weitergeleitet habe, aber naja, ich denke mal nicht, dass ich darauf irgendwie eine explizite Antwort habe, ich auch gar nicht so, erwarte ich jetzt auch gar nicht so. Ich habe nur gesagt, ja, wenn dann irgendwelche Sachen sind und ihr einen deutschsprachigen da bei euch habt, dann kann man da durchaus ein paar Sachen durchgehen. Also diskret natürlich. Ich würde jetzt SCS sagen, wollen, pass auf, das und das haben wir geplant. Was würdest du davon halten? Würde ich das definitiv nicht irgendwie hier breittreten in der Community. Das gehört sich nicht. Naja. So. Gucken wir mal. Was ist hier? Schöne Auflieger, ne? Schönes Gerät hier, schöne Lackierung. Macht Lust auf mehr. So, wir sind jetzt ein Stück auf der A7 und dann geht's weiter. Ah, schön. Lass uns einfach mal ein bisschen fahren. Man muss wirklich sagen, es ist ordentlich was auf der Straße los. Ne? Ich war den Tag, Wolters oder Waltersdorf? Also das hier, wo Ikea ist, südlich von Berlin. Da war ich gewesen, oh, so viele Autos, wie es da rumgefahren sind. Alle so in Urlaubsstimmung. Ich so, zum Glück bin ich gleich gefahren, wo nicht so viel los war. Und ich nicht den Stress haben muss auf der Autobahn. Oh, da steht ein Auto. Eieiei. Das ist definitiv viel, viel wert, ne? Wenn du dann noch so einen Stress hast, fährst hin, bist schon gereizt, weil das, was du da ja, machst, nicht so richtig ankommt. Oh. Und jetzt wird der andere in mich reinfahren. Ja, ich wusste es. Warum fährt der mich rein? Er hat doch gesehen, dass ich komme. Ja, manchmal ist die KI nicht ganz so clever, ne? Na gut. Passt sich dem Fahrer an, ne? Der das Spiel spielt. Ach so. Was ich auch noch sagen wollte. Ich wollte euch eigentlich am Wochenende noch ein bisschen was zeigen. Vielleicht habe ich das ja auch schon mal im Livestream angesprochen. Und zwar ging es um Forza Motorfest und ich habe es wirklich, ich dachte, es liegt an mir. Das Spiel hat geruckelt, FPS-Einbrüche, als würde denn ja, ein Standbild sein. Die ersten paar Sekunden ging, waren flüssig und danach wurde es immer, immer schlimmer. Am Anfang musste ja so eine Einführungssache fahren, ne? Also da werden die alle Playlists so ein bisschen vorgestellt, welche Autos, dies und das. Und ich habe es wirklich durchgehalten, bis zu den Oldtimern und dann ging gar nichts mehr. Es war ein Krampf und ich war auch sehr, sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also klar ist es eine Beta, für mich, sagen wir mal, Close Beta ist für mich gar nicht mehr so close, wenn jeder da mitmachen kann, ist für mich das keine Close Beta mehr. Und das Spiel kommt ja im September raus, also sind ja nicht mehr 2 Monate. Und da fand ich das schon echt ein bisschen ernüchternd. Und ja, ich hatte noch erst so ein bisschen überlegt, oh, das könnte ich mir eventuell holen und wäre vielleicht was. Und kam zu dem Schluss, nein, mache ich nicht. 2 Gründe sind erstmal, weil es so schlecht lief. Und zweitens gibt es nicht bei Steam. Ja, gut, das ist jetzt eigentlich heutzutage zu vernachlässigen. Ne? Aber irgendwie bin ich da so ein bisschen oldschool. Ja, ich kann Ubisoft natürlich da auch verstehen, aber dass die da ihren Player da so ein bisschen in den Fokus bringen wollen, aber ach nee. Und deswegen wird das auch bei mir mit Assassin's Creed so sein. Das, vielleicht haben wir Glück, dass im halben Jahr oder im Jahr später dann Assassin's Creed auch bei Steam rauskommt. Müssen wir mal schauen. Ich werde es dann erst spielen, wenn es bei Steam dann da ist. Ja, weil ich glaube, das wird dann alles ein bisschen zu viel, obwohl ich richtig Lust habe. Das, was sie aber so angekündigt haben, Back to the Rules, wir wollen, naja,
in die Art wie früher wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch hundertprozentig mag. Also, ich mag schon dieses ganze Looten und hier da was finden und dies und finden. Das finde ich eigentlich total cool, ne? Also, ja, manche Mechaniken sind dann schon ein bisschen übertrieben, aber irgendwie ist das schön stumpf für mich. Und unterhält mich natürlich. Ja, wie gesagt, Assassin's Creed. Wahrscheinlich erst, wenn es dann bei Steam rauskommt. Aber so hundertprozentig in Stein gemeißelt ist es noch nicht, aber. Naja. Ja, wir haben ja jetzt noch Starfield, City Skyline. Das sind ja auch Sachen, die definitiv viel Zeit kosten werden. Und es sind noch zwei Spiele. Ich denke mal, das werden wir uns dann nächstes Jahr erst angucken. Wie heißt das nochmal? Das eine ist hier Spider-Man Miles Morales. Und das ist eh eine Batman-Dings da. Ja, das. Also, was da im Batman-Universum spielt. Naja. So sieht es aus. Aber kann ja durchaus sein, dass Starfield mich zum Beispiel überhaupt nicht rockt und ich es einfach sage: Oh Mann, nee. Nach zwei, drei Streams geht gar nicht. Und dann hören wir auf. Ach so, die Erweiterung für. Dings kommt ja auch noch. Cyberpunk. Stimmt. Das ist ja auch noch da. Aber oh, warte mal, wir sind zu früh rübergefahren. Ja, manchmal denkt man, das ist so eine Autobahnabfahrt, die halt ja, zur einzelnen Abfahrtlinie geht. Auf jeden Fall haben wir viel dieses Jahr noch. Oktober kommt dann noch. Außerdem Forza. Motorsport. Ja. Und wer weiß, was noch alles so kommen könnte. Simulationsmäßig ist eigentlich nicht so viel am Start, ne? Also muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Dieses Jahr ist echt ein bisschen mau. Und nächstes Jahr vielleicht der LS. Das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn die Mutter jetzt hier ausgeht. Das ist echt ein bisschen schwierig dieses Jahr. Oh, wie weit sind wir jetzt? Ah, läuft doch gut. Geht denn das eigentlich jetzt schon? Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich gar nicht. Oh, na ja. So, jetzt mal rüber hier. Hier ist ein LKW neben uns. Außerdem warum? Ey, das ist. Das war, wo ich den LKW umgesetzt habe, dann ist er irgendwo auf eine Kante drauf geknallt. War ein bisschen ungünstig. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, der hält an. Ah ja. Aber wer jetzt nur auf Simulationsspiele steht, der ist dieses Jahr doch ein bisschen gebeutelt, muss ich sagen. Was soll das bedeuten, ne? Wenn man jetzt mal so guckt. Ja, eigentlich alle neuen Simulationsspiele, die so auf den Markt gekommen sind, haben mich persönlich so ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt einfach mal zugestehen. Also ob es jetzt City Car Driving ist oder irgendwelche anderen Spiele, da war jetzt kein Spiel dabei, was mich so richtig, wo ich gesagt habe, das haut mich jetzt ja, vom Hocker. Eigentlich traurig, ne? Dass wir nur hier den Train Simulator, Flugsimulator, ja gut, da gibt es ein paar andere noch, die interessant sind, den Landwirtschaftssimulator und hier den Eurotruck Simulator. Wir haben keine weiteren Alternativen, ne? Sehr, ja, schwierig alles. So. Der hört sich auf jeden Fall ordentlich kernig an, der Truck hier. Er fährt hier rüber, dann kann ich hier. Ah, das läuft ja.
Herrlich. Nicht herrlich. Ich dachte, dass er jetzt so extrem ist mit seinen Router 4 Funktionen. Bleib bloß an, Motor. Naja, mitten auf der... Da fehlt mir noch eine Raupensammlung hier. Oh. Wir müssen da vorne rüber. Naja, toll, ey. Wie soll denn das jetzt mehr machen hier? Ah ja. Hat doch keiner gesehen. Keiner gesehen, alles gut. So, jetzt muss ich auch wieder schauen. Ach so, hier war das ja. Ja, das hier hatte ich ja mal das Problem, dass ich... Ach nee, das ist ja gar nicht die Entladestation. Wir müssen ja nur ins Weiterfahren. Habt ihr denn eigentlich schon alles auf 100% abgefahren? Muss doch hier ein bisschen was Action sein hier. Ach, da hinten beim Hafen müssen wir unser Sache abgeben hier. So, mal auf, mein Freund. Fein. So, wir sind am Ziel. Nach einer entspannten Tour, mehr oder weniger, haben wir es dann doch geschafft. Schaffen wir es so? Ja. Ja, kann man Perspektive jetzt auch. Siehst du, guck an. Ah, oh, schön. So. Haha, ist ja gleich ausgegangen. Naja, wenigstens immer ist er richtig ausgegangen. Am Ziel. Gut, da ist klar, wir hatten einen kleinen Schaden, aber das wusste er ja, dass ich bin halt Maximus. Kleiner Schaden geht immer. Und ja, wir sind jetzt durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Däumchen da. Und ja, würde mich freuen, wenn ich heute live bin. Kann ja sein, dass irgendwas dazwischen kommt, wenn ihr dabei seid. Und ich bin jetzt raus. Bis dann. Haut rein. Bye, bye.